Jennifer Seiner. Wir sind jetzt auf der Trainingsfläche. Herzlich willkommen zum nächsten Video. Und zwar, Kali wurde jetzt, wer Kali noch nicht kennt, wir haben sie schon mal vorgestellt. Schaut mal im Posing-Video vorbei, beziehungsweise wenn es online ist, wie wir schon zusammen geschaut haben, was wir am Posing besser machen können. Jetzt versuchen wir zwei im Training das Ganze auch noch mal besser zu bekommen. Ich habe jetzt deine Form gesehen. Ich habe deine Schwachstellen erkannt. Analysiert, im Posing versucht, ein bisschen zu kompensieren. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir bauen mal so eine Rückentrainingsvideo zusammen, in dem wir wirklich auf die Schwachstellen eingehen in deinem Rücken, wo ich finde, da könnte einfach noch ein bisschen mehr Volumen kommen. Wenn man jetzt mal deinen Rücken anschaut, mach mal so eine Rückback-Pose. Finde ich persönlich, dass hier gerne das Ganze noch ein bisschen weiter nach außen könnte. Dann würde sie noch breiter wirken und die Mitte dann noch schmäler. Weil hier ist schön dicht, hier ist viel Fleisch. Und wir versuchen heute mal, den Bereich noch ein bisschen rauszukitzeln. Bist du damit einverstanden? Jawohl. Kali ist 30 Jahre alt, Figurathletin, NPC-Athletin, steht kurz vor ihrem nächsten Wettkampf, ihrem nächsten Regional und im Juni vor ihrem ersten internationalen Pro-Qualifier und auf Instagram mal vorbeischauen. Und wo jetzt startet Kali international? Auf der M-Pro in Alicante. Wo wir? Wo wir auch vor Ort sind. Und was sind wir noch? Goldsponsor mit ZNT. Ja. Ja, nice. Wir fangen mit einem Überzug an, weil ich finde, beim Überzug kannst du wirklich gezielt aus dem Lat ziehen. Und das ist die einzige Übung für den Rücken, wo du keinen Bizeps brauchst. Und deswegen will ich genau die Stelle jetzt erstmal aufwärmen und ich will es nicht mit einem Seil machen, weil das Seil relativ auch die Mitte mit drin hat und sehr tief ist. Und bei der Stange, wenn wir breit greifen, sind wir eher so ein bisschen in diesem Pocket da oben drinnen. Das heißt, ruhig ein bisschen breiter als schulterbreit. Tauch ruhig hier komplett durch. Und wenn du hochkommst, versuch, die Hüfte so ein bisschen vorzuschieben und dabei die Ellenbogen nach hinten unten zu ziehen. Ja, perfekt. Das trifft exakt genau die Stelle. Okay. Was ich auch sofort gesehen habe, am Anfang ein bisschen den Nacken mit hochgenommen und dann nur, wo meine Finger haben nur das gemacht. Jetzt, ja. Ob ich den Nacken so beschwere und du hast einfach den Nacken komplett ausgeschalten. Ja, ja. Das ist bei mir leider immer das Problem. Aber war jetzt gar keins mehr. Ja, aber wenn ich dann alleine trainiere, dann ist keiner da, der immer eben so macht. Stell dir vor, meine Finger sind auf deinem Nacken, ja, drauf. Wie viele Sätze, du machst normalerweise immer Hit? Also das heißt, Top- und Backoff-Sätze. Das heißt, du würdest einen Satz machen und dann einen mit mehr Wiederholungen, oder? Genau. Also so einen schweren Satz, ja, wo ich alles raushole und 10 bis 15 Wiederholungen dann hinterher. Wie viel Pause ist zwischen dem Top- und Backoff-Satz? Da brauche ich schon so eine Minute ungefähr, ja, weil ich dann wirklich schwerstes Gewicht habe. Und wie viele Sätze machst du vor dem Top-Satz? 2 bis 3 Sätze aufwärmen. Okay. Also ich taste mich immer langsam an das Gewicht ran. Okay, schauen wir mal, wie das Gewicht ist. Jetzt merkt man aber schon, dass ganz unten hinten du die schon noch kriegst, die Kontraktion. Aber wenn wir jetzt noch mal viel höher gehen würden, dann würdest du wahrscheinlich viel auch, dann wird es wahrscheinlich auch wieder mehr an Trizeps gehen. Genau. Ja. Also ich würde trotzdem dir zutrauen, dass wir noch mindestens mal 5 Kilo hochgehen und gucken dann mal, wie viele da noch gehen. Wir machen heute System Jenny. Und System Jenny
Wenn das ist wie beim Posing, dann höre ich nach einer Übung auf. Nein, System Jenny ist so kein System. Okay. Also im Training. Im Posing schon, im Training nicht. Ich schaue einfach, was dein Körper mir sagt. Wenn ich merke, es geht nicht mehr und wir sind an einem bestimmten Gewicht oder der Muskel kann in der Übung jetzt nicht mehr so, wie ich am Anfang gesehen habe, wie er arbeitet, arbeiten, gehen wir zur nächsten Übung. Okay. Macht keinen Sinn. Ja. Aber das ist ja auch ähnlich wie das Hip-System, weil letztendlich steigern wir dich auch nach oben. Irgendwann sind wir am maximalsten Gewicht, da geben wir alles. Und entweder droppen wir dann nochmal, beziehungsweise du würdest dann halt normalerweise warten und nochmal einen Back-Off-Satz machen. Wenn wir diesen Back-Off-Satz machen, dann würden wir direkt droppen und direkt weitermachen. Okay. Okay? Langsamer zurück. I can't. Ja. Zieh hin mit Schwung. Also mit Schmackes, nicht mit Strom, mit Schmackes und langsam zurück. Jawohl. Es war gut. Ich möchte aber, dass du versuchst, einen Tick mehr dich noch nach vorne zu lehnen. Das heißt, du warst hier, war gut, du hast alles getroffen. Ich will aber, dass du nach unten noch ein bisschen mehr in den Stretch kommst. Ja. Ein bisschen mehr nach unten lehnen, weil ich will einfach schauen, was passiert, ob genau hier unten noch ein bisschen mehr Schwung von deinem Lat rauskommt. Langsam zurück. Schultern runter. Jawohl. Okay. So, als nächstes möchte ich was so ein bisschen von unten eng rudern. Ich möchte ein bisschen von unten eng. Ja? Ich habe eine Schutzfolie. Jenny ist geschützt auf jeden Fall. Also ich finde, wir müssen jetzt hier in dem Sitzen rudern, um jetzt wieder aufs Thema zu kommen, weil wir genau hier den schönen, tiefen Ansatz vom Rücken kriegen bei ihr, wenn wir das jetzt hoffentlich gleich so machen, wie ich mir das vorstelle. Sneak out, I keep fighting. I will take a chance, break free, the dark's biting. Darfst ein bisschen noch mit auf der Leiste nach vorne kommen? Genau, und jetzt wieder zurück. Jawohl, auf der Leiste ein bisschen nach vorne kommen und wieder zurück. Shut down, inspire. I'm here to take your call. New soul to high. Ja, okay, locker lassen. Klar, würdest du mehr schaffen, aber dann gehst du immer in den hinteren Rücken und ziehst dann nach hinten. Deswegen versuch da wirklich gerade zu bleiben und eher das hier zu machen. Eher von hier aus hochzukommen, weil dadurch kommst du noch tiefer rein. Wenn du einfach nur so sitzt und nur mal die Brust hochziehst und die Schultern runterdrückst, merkst du sofort, du bist da im Rücken. Wenn du dann dich aber weiter nach hinten lehnst, dann wächst nur dein Rückenstrecker noch mehr. Weil theoretisch sind immer die da sitzen und den hier machen, mit Rudern, die einen super Kombi machen mit Hyper-Extensions und Rudern sozusagen. Ja. Deswegen gar nicht mehr, aber auch hier auch wieder einen Tick mehr leicht nach vorne. Nicht von den Armen, aber einfach von der Leiste. Weil du dadurch, wie bei dem Überzügen, einen Tick mehr Range of Motion hast und einen Tick mehr Stretch für den Äußeren. Mhm. Okay. Zieh, komm, drei, das ist nicht alles. Zwei, einer noch. Okay, passt. Schön. Wie geht denn das in den Trizeps? Geht in den Trizeps. Bei mir, ich merke manchmal voll den Trizeps, gerade wenn ich hier auf Druck habe, dann ist bei mir direkt hier auf Spannung. Lass die Schultern unten. Ja. Kopf hoch, Brust hoch. Beim nach vorne gehen, Schultern runterziehen. Ja, Schultern runterziehen. Drei, Schultern runterziehen. Lass den Kopf oben. Schultern runterziehen.
Letzten drei. Schultern runterziehen. Jawohl, einer noch. Ja, okay. Kurz entspannen. Erklärst du mir nochmal kurz, warum wir jetzt den Griff gewechselt haben? Also, weil ich von... Nee, wir fangen nochmal an. Wir haben jetzt den Griff gewechselt, weil... Also, wir haben den Griff gewechselt, weil wir nochmal eine andere Stelle am Rücken treffen wollen. Und ich habe genau diese Breite für diese Frau ausgesucht, weil ihre Anatomie mit dieser Stange perfekt verschmilzt. Ich hab's schon gemerkt. Kali, kannst du uns mal zeigen, wie du mit der Stange verschmilzt? Wir wollen nicht sehen, wie die Stange mit ihr verschmilzt. Ich habe ja gesagt, in Kali verschwindet. Warte, ich zeige euch das. Das geht gar nicht. Das Wichtigste am Rücken ist, an der Rückenübung, an jeder Rückenübung, Kopf gerade, Schulter hoch. Brust raus. Ach, stimmt. Bauch rein. Bauch rein. Und am besten alles wie beim Posing machen. Stimmt, das ist echt ähnlich. Ja. Aber es ist immer das Gleiche, deswegen kannst du es dir auch merken, weißt? Es ist ja immer das Gleiche. Ich will erstmal die Zehen, weil erstmal, dass du ein Feeling für das Gerät kriegst, außer du kennst es und das ist jede Woche in deinem Trainingsplan. Aber ich glaube nicht. Und zwar will ich das jetzt einarmig. Bei dir will ich das jetzt einarmig. Schwache Seite? Kann ich gar nicht abschätzen. Ich glaube, die rechte, weil die ist operiert. Okay, fangst mit der rechten an. Mhm. Hält sich hier fest. Zwei Regeln. Brust hoch, Kopf gerade. Perfekt. Und zack. Und nicht atmen. Doch, natürlich atmen. Das ist beim Posing. Wichtig ist nicht das, nicht das, nicht das, sondern das. Ja. Okay. Try it. Das ist eingestellt für deine Off-Season-Schenkel hier. Ich habe das eigentlich mal so. Was wolltest du denn jetzt damit sagen? Ich wollte jetzt eigentlich mal. Ich habe dir das eigentlich schon eingestellt, aber es war noch trotzdem nicht passend. Nee. Du kannst das untere auch verstellen. Du kannst beide verstellen. Brust gerade, Kopf gerade. Nee, yes. Brust hoch, Kopf gerade. Mega. Du würdest, wenn du das mit beiden Armen machen würdest, in deinem Fall zu arg hier sein. Dadurch, dass du das jetzt aber einzeln machst, bist du komplett hier außen drin. Ja. Wenn du das mit beiden Armen machen würdest, auch wenn es die gleiche Bewegung ist, wärst du hier drinnen. Mhm. Weil hier sieht man, ist immer bei dir, ist vorhin beim Posing ja auch gesehen und bei deinem Tonus, dass hier sehr schnell halt du ansteuerst, weil du dann die Ellenbogen leicht nach hinten ziehst, das ist wieder das gleiche Thema, ja, und dadurch immer schnell im hinteren Rücken bist. Ja. Ist super, weil du hast hier auch viel Fleisch, aber da darf gern auch noch ein bisschen mehr sein. Und wenn du halt dann immer, umso schwerer du halt gehst, umso mehr bist du halt hier, weil du tendenziell dann den machst. Und wenn du mit beiden machst, kannst du auch das hier besser anspannen, als wenn du nur auf einer Seite bist. Wenn du mal, mach mal das. Jetzt merkst du, du kriegst voll leicht Druck in der Rückenmitte. Wenn du mit beiden, ja, Armen runterziehst. Du kriegst voll leicht hier Spannung. Mhm. Und jetzt lass mal eine Seite locker, wie jetzt würde nur noch eine halten. Merkst du es? Wie direkt hier rüber. Genau, wie es direkt hier, ja, rausgeht. Deswegen für dich einarmig. 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 Und jetzt in diesem Fall, in diesem Gerät, in diesem Moment, in diesem Zeitpunkt, mit dieser Schutzfolie. Mit dieser Schutzfolie, die ich dann nachher abreißen werde. Und Ben wird bitterlich weinen. Ja,
und hochziehen. Stell dir vor, du würdest den Ellenbogen nach vorne schieben. Ja. Zieh den Ellenbogen nach vorne, Schulter nach oben. Jawohl. Zieh. Vier. Drei. Zwei. Eins. Letzter. Komm, letzter. Langsam hoch. Yes. Stark. Nicht hoch, sondern wirklich hinten weg. Ja. Es ist brutal schwer. Wir müssen mal schauen, wie es klappt. Aber vom Gefühl her eher wegziehen. Wie als ob du dahinter die Ellenbogen nach hinten ziehen willst. Nicht einfach hier hoch, sondern wirklich, als ob ich dich so nach hinten reiße. Ja, gehst mal noch ein Stück runter. Ja. Ja, aber Ellenbogen ziehen zu mir. Ja. Okay, kurz entspannen. Diese Rolle, mit der ganz viel, also 3x20 und viel mehr mache ich gar nicht tatsächlich. Mhm. Also ansonsten Planks, weil ich gar nicht so viel aus der Bewegung rausarbeite, weil ich habe mal gehört, der Bauchmuskel wird eher trainiert, wenn du den hältst und nicht in der Bewegung. Ich will nachher sehen, wie Kali App Roller macht. Haben wir ihn da. Das schauen wir nachher an. Und dann machen wir noch eine Challenge. Meine Lieblingsbeinübung. Okay. Okay? Okay. Bauchübung, nicht Beinübung. Beine machen wir heute nicht. Ich mache alles, was du willst. Aber bitte lass meinen Rücken in Ruhe. Nacken ist voll okay, so. Zwei. Schultern runter. Ja. Zieh die Schultern runter. Ja. Einer noch. Zieh die Schultern runter. Einer noch. Sehr gut. Da war nichts aus dem Nacken. Nichts. Da war nichts aus dem Nacken. Ja. Ah. Super so. Ich hab's gut gespürt jetzt gerade. Ja. Ich sollte mich weniger anstrengen. Weniger anstrengend. Wir können da keinen Kriegsport machen. Nee, sie macht es gut. Deswegen, das ist jede Wiederholung, die dann auch wieder so anstrengend und intensiv ist, die bringt dir wieder 0,5% mehr Härte. So musst du dann einfach denken. Kann ich sagen, warum das Training heute so gut läuft? Weil? Schön ZNT-Booster reingeknallt. Wie viel Energy On hast du genommen? Drei Kapseln. Drei Kapseln. Hast du schon mal vier probiert? Nee. Also auf der Empfehlung steht nicht mehr als drei Kapseln täglich. Ja, okay, für dich sind drei viel, aber wenn du jetzt mal so einen 100-Kilo-Typen nimmst, da frage ich mich immer so, was denken wir uns eigentlich für einen Typ dabei aus? Also auch von wem gehen wir aus? Gehen wir von den 130-Kilo-Typen aus oder gehen wir von der 60 Kilo Frau aus, weil das ist ja schon ein Unterschied. Ich nehme es aber nicht zu jedem Training. Nee, also heute habe ich es tatsächlich nicht genommen, weil ich halt auch lange schon unterwegs bin und wach bin. Aber mir reichen die drei Kapseln. Letzter Satz. Und zieh die Ellenbogen zu mir, nur zu mir. Jawohl, und runter die Schultern beim Vorziehen. Drei, Schultern runter, 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 runter. Zwei, Schultern runter, 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 runter. Einer noch. Schultern runter, 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 runter. Kurz absetzen, bleib liegen. Kein Problem. Runter. Verarscht ihr mich? Wir machen jetzt eine meiner Lieblingsbauchübungen. Ich bin immer die ganze Zeit gelobt worden, dass ich so in der Off-Season
eigentlich noch so sichtbare Bauchmuskeln habe und so weiter, da ist zwar echt viel drüber, aber ich finde, Bauch muss trotzdem stark sein. Du hast gesagt, du machst viel App-Roller, deswegen bin ich jetzt gespannt, wie du meine Lieblingsbauchübung machst. Und zwar hängst du dich hin und versuchst mit gestreckten Beinen die Füße da hochzuziehen, aber die negative lang. Warte. Das ist ihre Lieblingsbauchübung und die ist schon am Zittern. Was soll ich denn da gleich machen? Nein, das ist einfach nur, weil ich Körperspannung habe und dabei reden musste. Aber wichtig ist, die Beine von oben langsam runterzunehmen und immer das Gefühl zu haben, der Bauch macht den hier. Nicht nur das hier, sondern den hier. Okay? So. Oh. Ach so. Einfach hüpfen. Warte. 1, 2, 3. Ja, okay. Einfach hängen lassen. Und jetzt mit gestreckten Beinen versuchen, dich hier einzuigeln. Dahin. Nee, nichts aus dem Bizeps. Lass die Arme hängen. Runter. Nur die Füße gestreckt da hoch. Jawohl. Und langsam runter. Perfekt. Jawohl. Sehr schön. Lass die Arme hängen. Jawohl. Langsam runter. Sehr schön. Noch 6. 2. 1 noch. Jawohl. Super. Mega. Voll. Ja. Machen wir gleich noch einmal. Wir sind fertig. Wir machen noch ein kleines bisschen Bauch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns gerne wissen, wie ihr das Video fandet, ob ihr auch glaubt, dass wir genau die richtigen Stellen bei Carly getroffen haben, um ihren Rücken noch ein bisschen rauszumeißeln. Kleines Feedback vom Training. Wie war es für dich? War es irgendwie anders als sonst? Hast du irgendwas anderes gespürt? Einfach nur für mich, dass ich weiß ja nicht, wie du sonst trainierst, deswegen gib mir ein kurzes Gefühl, was vielleicht heute anders war oder was du mitnimmst. Also die Stellen, die du mit mir ansteuern wolltest, die Schwachstelle, die habe ich auf jeden Fall richtig gut gemerkt. Mit dem Gewicht auch ein bisschen runter zu gehen, war vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, weil ich natürlich sonst immer sehr schwer trainiere. Mhm. Aber ich merke meinen Rücken auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, ich habe gerade Rasierklingen unter den Achseln und muss jetzt gleich los. Nein, das war auf jeden Fall ein sehr gutes und ein sehr informatives Video. Auch? Training. Auch? Auch. Jenny sagt tschüss, das wird nicht mehr besser. Tschüss! Mit dem Code Carly, mit dem Code Jenny, mit dem Code Benten auf ZNT, -nutrition.shop, immer den ZNT-Deal abstauben. Lasst ein bisschen Liebe da, liken, teilen, abonnieren, unser Instagram auschecken. Wir sehen uns wieder mit Carly in Alicante und bis zum nächsten Mal. Wir sind raus und ciao.